So, meine Lieben, Talentschmiede, Sonntag, 11 Uhr. Ich produziere ein bisschen vor, denn auch für mich steht bald vor meiner heißen beruflichen Phase ein kleiner Urlaub mit meinem Vater an. Und wir werden uns jetzt mit einem Spieler beschäftigen, den ich schon länger machen wollte. Und das ist Torben Rhein. Und ich nehme ihn deshalb, weil er, auch wenn das hier nicht steht, er wohl mal Jugendspieler von Hertha BSC war und dann relativ schnell das Weite gesucht hat, um zum FC Bayern zu wechseln. Allerdings hat er es nie in den Profikader geschafft, war dieses Jahr sogar zur Austria Lustenau ausgeliehen nach Österreich. Und ich möchte ihn ganz gerne näher beleuchten, denn in Lustenau hat er insgesamt schon 25 Spiele absolviert und hat immerhin drei Vorlagen beigesteuert. Er ist 20 Jahre alt, kommt aus Deutschland, 1,73 Meter groß und eben im zentralen Mittelfeld beheimatet. Ja, dann, wie ich ja schon sagte, also für die Bayern. In der zweiten Mannschaft hat er 30 Spiele absolviert, ein Tor, fünf Vorlagen. Für die U19, 26 Spiele, sechs Tore, sieben Vorlagen und für die U17, 26 Spiele, 12 Tore. Vier Vorlagen. Für Deutschlands U19 sieben Spiele und ein Tor. Für die U18 ein Spiel. Für die U17 zehn Spiele, drei Tore. Für die U16 sechs Spiele, ein Tor. Und für die U15 zwei Spiele. Genau. Und ansonsten kann er noch offensives Mittelfeld und defensives Mittelfeld spielen. Er wird im Sommer, also mit dem 30.06. zurück zum FC Bayern kehren und damit auch wieder in Deutschland bleiben. Aktuell liegt der Marktwert bei 600.000. Und wie ich eben schon sagte, er hat von 2009 bis 2017 für Hertha BSC in der Jugend gespielt. Und wenn wir jetzt zum Punkt kommen, kann ich mir die Bundesliga bei ihm vorstellen. Ich denke schon, dass er in dem Alter wäre. Er ist jetzt, wie gesagt, ja auch erst 20. Und ich glaube tatsächlich, dass Bayern München jetzt nicht unbedingt die Station wäre, wo so ein junger Knirps spielen sollte. Da ist es, glaube ich, relativ schwierig, in die Profimannschaft zu kommen. Es gab ja im vergangenen Sommer schon mal Gerüchte, dass er zurück zu Hertha gehen könnte. Jetzt, wo sie in der zweiten Liga spielen, könnte ich es mir sogar vorstellen, selbst wenn es jetzt erstmal nur eine Laie mit Kaufoption zum Beispiel wäre, dass er halt dort versucht, wieder Fuß zu fassen. Das wäre auch vor allem auch eine Position, die wir gebrauchen könnten. Allerdings für seine Entwicklung wäre es halt gut, wenn er irgendwo Spielpraxis sammelt und das jetzt nicht unbedingt in Österreich, sondern irgendwo zweite oder dritte Liga oder ein etwas, sage ich jetzt mal, schwächerer Bundesliga-Club, sowas wie Bochum, Stuttgart, Augsburg. Womit ich nicht sagen will, dass die schwach sind, sondern ihr wisst, was ich meine, die dann eher etwas mehr Tabellenmittelfeld oder untere Tabellenhälfte zu finden sind. Einfach damit der Schritt nicht zu hoch ist. Weil ich glaube, Bayern, ohne jetzt Hertha Berlin zu haben, ist, glaube ich, jetzt nicht sonderlich förderlich grundsätzlich, glaube ich aber, dass er eine Menge Talent hat und ja, eigentlich gut aufgestellt ist, was das angeht. Und ich wünsche ihm wirklich nur das Beste. Und ja, gut, wie gesagt, er ist ja eigentlich auch erst 20. Wenn ich gucke, er hat noch bis 25 Vertrag, bei den Bayern zumindest. Das heißt, 2 Jahre später ist er 22, dann kann er immer noch wechseln, wenn er jetzt noch 2 Jahre lang Regionalliga spielen möchte. Wie seht ihr denn Torben Rhein? Was sagt ihr dazu? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja auch irgendein paar Bayern-Fans, die ja Ahnung davon haben. Ansonsten bin ich raus. Wir hören uns nächste Woche wieder.